Guten Tag vom IFO-Institut zu unserer Online-Pressekonferenz Corona-Aktionsplan für Europa. Wegen Corona sind wir verteilt auf verschiedene Städte und senden per Zoom und Livestream. Sie haben sich dafür alle angemeldet. Sie sind rund 70 Personen. Das ist sehr viel. Dank für Ihr großes Interesse. Dank auch an unsere Romy Vinogradova, die den Livestream produziert, und an Christiane Nowak, die im Hintergrund wirkt. Diese Pressekonferenz wird aufgezeichnet und später in unsere öffentliche Mediathek gestellt zum Nachschauen. Eine HD-Version der Bilder findet sich nachher auch auf unserem FTP-Server. Unsere journalistischen Gäste werden nicht zu sehen sein, aber ihre Stimmen hören wir, wenn sie Fragen stellen. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Harald Schulz. Ich bin der Pressesprecher beim IFO-Institut. Für Sie jetzt aufgeboten haben wir Dr. Viola Priesemann aus Göttingen vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation. Dann Professor Dr. Melanie Brinkmann aus Braunschweig vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung und schließlich aus München Professor Dr. Clemens Fuest, den Präsidenten des IFO-Institutes. Unsere Pressemitteilung müssten Sie mittlerweile erhalten haben mit der Sendesperrfrist 12:30 Uhr. Und auf der IFO-Netzseite befindet sich jetzt auch der vollständige Text. Sollten Sie Ton- oder Bildprobleme haben, teilen Sie mir das bitte per Mail mit an schulz mit tz@ifo.de. Für Ihre Fragen und für die veranstalten wir ja eine Pressekonferenz, heben Sie bitte elektronisch Ihr gelbes Händchen. Das befindet sich bei Zoom neben dem Knopf Fragen und Antworten. Dann wird Herr Beck vom IFO, der im Hintergrund auch segensreich wirkt und dem ich danke, Ihr Mikro freischalten. Wir können Sie dann hören, aber nicht sehen. Bitte nennen Sie Ihren Namen und Ihr Medium. Ihre drei Experten, unsere drei Expertinnen und Experten werden Ihre Fragen beantworten. Bitte sehen Sie es uns nach, wenn es irgendwo organisatorisch ruckelt. Die Beschwerden gehen dann bitte an mich. Wir haben Zeit bis gegen 13:30 Uhr, vielleicht auch etwas länger, je nachdem, wie viele Fragen Sie stellen. Übrigens höre ich, dass Herr Spahn um 14 Uhr auch eine PK veranstaltet. Zu Ihnen sprechen wird jetzt einige Minuten lang Dr. Priesemann, dann Dr. Brinkmann und schließlich Professor Brinkmann und schließlich Professor Fuest mit Bemerkungen zur Wirtschaft und Corona. Frau Priesemann, Sie haben mathematische Berechnungen angestellt über die Ausbreitung des Virus. Da gibt es Zahlen wie 50 und 10 und 100 pro 100.000 Menschen. Was hat es damit auf sich im Zusammenhang mit diesem Papier? Ja, vielen Dank, dass Sie alle hier sind. Wir sind alle Corona-müde jetzt nach einigen Monaten von Lockdowns und leichten Lockerungen. Und wir wissen, dass wir uns noch einige Monate, möglicherweise sogar Jahre in der einen oder anderen Weise mit diesem Virus auseinandersetzen müssen. Und deswegen ist es für uns extrem wichtig, dass wir uns überlegen, wie wir langfristig mit dem Virus leben müssen. In dem Zusammenhang kommen dann diese Zahlen rein, 100, 50, 10, 0. Was ist ein sinnvolles Level, wo wir die meisten Freiheiten für den Einzelnen haben, den besten Schutz für die Wirtschaft und gleichzeitig die Gesundheit auch schützen? Deswegen habe ich mich mit sehr vielen internationalen WissenschaftlerInnen ausgetauscht und wir haben ein gemeinsames Stellungnahme geschrieben. Dort ist die Schlussfolgerung absolut klar. Das ist etwas, was wir, das möchte ich vielleicht nur vom Hintergrund sagen, einfach auch extrem schnell herausgefunden oder uns einig waren. Und zwar, je niedriger die Fallzahlen, desto einfacher ist die Kontrolle. Je niedriger die Fallzahlen, desto besser ist die Planbarkeit für die Wirtschaft. Je niedriger die Fallzahlen, desto mehr Freiheit und desto mehr Kontakte kann jede einzelne Person haben. Und gerade jetzt nochmal, wo neue Varianten aus verschiedenen Ländern möglicherweise die Eindämmung nochmal schwieriger machen, da wird es nochmal umso wichtiger, dass man die Eindämmung ganz konsequent vorgeht. Wir haben insofern gemeinsam diese Stellungnahmen geschrieben, denn gerade in diesen sich schnell wandelnden Zeiten ist es sehr wichtig, denke ich, dass nicht nur eine Person aus einer Disziplin, sondern eben all die verschiedenen Disziplinen gemeinsam beraten und schauen, was eine gute Lösung wäre. Und die Aspekte, die sich dort herauskristallisieren, sind die klaren Vorteile für niedrige Fallzahlen, die Frage, wie man dorthin kommt, da haben wir jetzt ein detaillierteres
Papier rausgebracht. Und es ist absolut klar, dass wir das nicht in einem Land alleine bewerkstelligen können, sondern dass wir das europaweit lösen müssen. Diese Viren machen selbstverständlich nicht an den Grenzen Halt. Wir haben in Europa offene Grenzen, das ist ja auch ganz wunderbar. Es gibt viele Menschen, die auf einer Seite der Grenze leben, auf der anderen arbeiten. Und wir müssen aber eine Lösung finden, sodass eine erfolgreiche das Pandemie-Management in einem Land nicht gefährdet wird durch andere Regionen, wo das Virus möglicherweise außer Kontrolle gerät. Wir haben dieses Statement nicht nur in The Lancet, in dem Fachjournal, publiziert. Wir haben auch eine Website dafür, containcovid-pan.eu, wo wir die Übersetzungen bereitstellen, damit sich auch jede Person in Europa dort nach Möglichkeit in einer Sprache informieren kann, mit der man besser zurechtkommt als vielleicht mit Englisch. Vielen Dank. Vielen Dank. Professor Brinkmann, es gibt Wissenschaftler, die sagen, lasst uns vor allem die Alten schützen, dann ist das Problem gelöst. Das sehen Sie anders. Warum? Also ich stimme diesen Stimmen natürlich absolut zu, dass der Schutz der älteren Bevölkerung eine sehr, sehr hohe Priorität hat. Denn wir wissen, dass in dieser Bevölkerungsgruppe, in dieser Altersgruppe, die meisten Menschen an einer Infektion versterben. Die Tödlichkeit dieses Virus steigt deutlich mit dem Alter. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir vor allem sehr vulnerable Gruppen, die in Altersheimen leben, die engen Kontakt haben mit Pflegekräften, dass wir da sehr gute Strategien entwickeln, diese Bereiche zu schützen. Es ist aber sehr schwierig, diese Bereiche zu schützen, wenn das Infektionsgeschehen gesamt in der ganzen Bevölkerung sehr hoch ist. Und das liegt natürlich daran, dass alte Menschen im Altersheim besucht werden möchten von ihrer Familie, von Freunden. Und natürlich auch das medizinische Personal hat eine Familie und hat Kinder, die in die Schule gehen oder Kinder, die studieren oder einen Freundeskreis und können sich natürlich auch dort anstecken und die Infektion in das Altersheim bringen. Und bislang ist es uns nicht sehr gut gelungen, diese sehr vulnerablen Gruppen in Altersheim zu schützen. Das muss deutlich verbessert werden. Das ist auch Teil dieses Papiers, was wir im Lancet veröffentlicht haben. Was aber auch sehr, sehr wichtig ist, es leben nicht alle älteren Menschen in Altersheim. Sie leben zu Hause, sie leben teilweise auch mit ihrer Familie. Und diese Gruppen zu schützen, und es zählen natürlich auch viele andere vulnerable Gruppen dazu, wie zum Beispiel Menschen mit Diabetes oder anderen Vorerkrankungen, von denen wir wissen, dass sie ein Risiko darstellen, wenn man an SARS-CoV-2, an Covid-19 erkrankt, auch die müssen wir schützen. Und das ist extrem komplex. Und dieses Virus macht es uns unheimlich schwer, weil es Eigenschaften hat, mit denen es wirklich sehr schwierig einzudämmen ist. Und das wissen wir mittlerweile ja sehr gut, dass Menschen, bevor sie Symptome entwickeln, leider schon ansteckend sind. Also sie stecken andere Menschen unwissend an. Und von daher ist es unheimlich schwierig, diesem Virus wirklich gut beizukommen. Von daher sagen wir, dass niedrige Infektionszahlen in der gesamten Bevölkerung der beste Weg sind, auch vulnerable Gruppen in allen Bereichen zu schützen. Hinzu kommt natürlich auch, dass jüngere Menschen auch betroffen sind von dieser Infektion. Es gibt häufig Berichte über junge Menschen, die schwer erkranken und auf den Intensivstationen liegen. Es sind nicht nur die über 90 und über 80-Jährigen. Ich hatte noch einen weiteren Punkt. Genau, wir wissen mittlerweile auch, dass eine Infektion mit dem SARS-CoV-2 auch Langzeitsymptome bei Menschen auslösen kann. Viele Studien dazu laufen. Es gibt eine neue Studie aus Wuhan, die das sehr genau belegt, dass auch Menschen, die nur eine leichte Krankheit, leichte Symptome hatten, auf längere Zeit Symptome haben. Und da gibt es mittlerweile handfeste Daten, sodass wir es für sehr wichtig halten, nicht nur auf die Überlastung des Gesundheitssystems zu blicken, also auf die Kapazität der Intensivbetten, sondern das gesamtgesellschaftlich zu betrachten. Und da kann man sagen, ist es keine gute Strategie, mit diesem Virus mit einer hohen Inzidenz zu leben, sondern die bessere Idee ist für die Gesundheit und auch für unsere Gesellschaft,
die Zahlen deutlich zu drücken. Nach unten zu drücken. Vielen Dank. Professor Fuest, warum funktioniert die Wirtschaft eigentlich am besten mit vielen gesunden Menschen? Ja, vielen herzlichen Dank. Vielleicht vorab nochmal, ich bin ja heute hier in Vertretung von Andreas Beichel, der Co-Autor dieses Papiers ist. Ich halte dieses Papier aber für sehr wichtig und obwohl ich nicht dabei war, unterstütze das ganz ausdrücklich. Ich glaube, es ist auch aus wirtschaftlicher Sicht extrem wichtig, dass wir in Europa die Pandemiepolitik, den Gesundheitsschutz, aber natürlich auch das Ermöglichen von Austausch unter diesen Bedingungen vorantreiben und dass wir uns besser koordinieren. Es geht enorme Unsicherheit auch für die Wirtschaft, also nicht nur gesundheitlich, was natürlich sehr wichtig ist, sondern auch für die Wirtschaft mit diesem unkoordinierten Nebeneinander unter den Staaten einher und das ist eben für die Unternehmen sehr schwer. Die Planbarkeit wird erschwert. Also es ist unbedingt notwendig, dass wir hier mehr koordinieren. Es hat ja eine ganze Reihe von Stellungnahmen gegeben, teilweise auch Stellungnahmen, an denen ich beteiligt bin. Also ich will deshalb ausdrücklich unterstreichen, ich finde es sehr wichtig, dass man eben mehr auf Koordinierung geht. Der andere Punkt ist, die Vorstellung, man könnte, obwohl ein gefährliches Virus grassiert, einfach die Wirtschaft öffnen, wie sie hier viele haben, oder vielleicht auch den Schutz auf ein paar Altenheime beschränken oder auf Krankenhäuser beschränken, das ist eine Illusion. Das ist nicht nur gesundheitlich mit hohen Risiken verbunden, sondern das ist auch wirtschaftlich schlecht. Wir wissen aus einer ganzen Reihe von Studien mittlerweile, dass es weniger die Lockdown-Maßnahmen sind, sondern etwa 80% des Einbruchs beim Konsum entsteht durch die Verbreitung des Virus selbst. Wir werden die Wirtschaft nicht stabilisieren, wenn wir jetzt wieder öffnen und schon überhaupt nicht, wenn wir in ein Stop and Go kommen. Jetzt öffnen wir wieder drei Wochen später, machen wir wieder alles zu, auch weil Infektionen eingeschleppt werden oder weil sich eben bei uns wieder verbreiten. Deshalb ist es eben auch wirtschaftlich wichtig, die Infektionszahlen jetzt entschlossen herunterzubringen und gleichzeitig eben Maßnahmen zu ergreifen, die auch smart sind und Dinge wieder ermöglichen, mehr Tests und so weiter, wie das auch in dem Papier steht. Danke. Vielen Dank, Herr Fuest. Wir kommen jetzt zu Ihren Fragen. Dafür bitte auf den Knopf Fragen und Antworten gehen, dort das gelbe Händchen heben und dann schaltet Herr Beck im Hintergrund Ihr Mikro frei. Das Schweizer Fernsehen war heute am schnellsten und hat mir per Mail bereits kurz vorher drei Fragen zugesendet. Die erste, die ich denke an Frau Priesemann geht. Renommierte Wissenschaftler und Innen halten ihren Plan für unrealistisch. Es ist Winter und Deutschland ist keine Insel, wie zum Beispiel Neuseeland oder Taiwan oder auch eventuell Australien. Was entgegnen Sie darauf? Was bedeutet unrealistisch und welcher Bereich davon? Wir sind uns alle einig, dass niedrige Fallzahlen leichter zu kontrollieren sind und wir schaffen es, die Fallzahlen auf einem hohen Niveau zu stabilisieren. Wir brauchen weniger Anstrengung, um die Fallzahlen auf einem niedrigen Niveau zu stabilisieren. Ich möchte ganz kurz ein bisschen Mathe hier bringen, weil wenn man sich die Ausbreitungsgleichung anschaut, dann sagt man, das Level, auf dem wir im Inland oder in einer Region sind, ist proportional zu dem, was man einschleppt von außen. Das ist der Start einer neuen Kette. Und dann wird das eben lokal verstärkt. Das hängt also von dem lokalen R ab. Das heißt, ja, man muss aufpassen, dass man nicht mehr einschleppt als in den Nachbarregionen. Das heißt auch ganz klar, dass Nachbarregionen destabilisieren können, wenn man da nicht wirklich Vorkehrungen trifft. Wir sind keine Insel, deswegen wollen wir gemeinsam zusammenarbeiten. Und wir sehen zum Beispiel in Deutschland im August, September, Oktober sind die Fallzahlen insgesamt noch extrem niedrig geblieben, obwohl in allen Nachbarländern die Fallzahlen schon sehr, sehr hoch waren. Das heißt, ja, man kann sich da eine ganze Weile gegenstemmen. Wie niedrig man kommt, das beweisen einige der Nachbarländer. Wie schnell und deutlich man senken kann, zeigen auch viele unserer Nachbarländer. Wenn wir das gemeinsam machen, haben wir alle wesentlich mehr von diesen Effekten. Okay, dann kommt eine Frage an Frau Professor Brinkmann. Sie schlagen eine Einteilung in Zonen vor. Wie soll denn die Kontrolle des Reiseverkehrs zwischen diesen Zonen praktisch funktionieren? Die Frage bezieht sich jetzt auf die No-Covid-Strategie. Das ist nichts, was wir im Lancet-Papier direkt fordern. Und ich würde aus Gründen der Zeit, weil ja der Fokus dieser Pressekonferenz wirklich das Lancet-Positionspapier darstellt, da nicht groß drauf eingehen. Ich kann kurz dazu sagen, dass wir
an einer zweiten Version dieses No-Covid-Papiers arbeiten. Herr Fuest ist daran auch beteiligt. Und wir werden dort ganz konkrete Hinweise und Strategien vorstellen, wie das möglich ist, dieses grüne Zonenmodell hier in Deutschland und auch in Europa zu realisieren. Okay, vielen Dank. Und das ist jetzt eine Frage vielleicht für Herrn Fuest. Vielleicht darf ich dazu nur noch etwas ergänzen. Also es wird behauptet, das sei unrealistisch. Dabei wird vergessen, wir haben ja heute schon Zonen. Man kann ja fragen, die 200er Inzidenz 15-Kilometer-Regel, wie wird die denn kontrolliert? Wir haben in Italien sehr rigide Reisebeschränkungen. Also dass das unrealistisch sei, ist einfach falsch. Man kann nichts perfekt kontrollieren, aber wir haben heute schon Zonen. Also dann kann ich vielleicht auch noch etwas dazu sagen. Selbstverständlich. Ich hatte jetzt nur auf meine Frage geantwortet, aber auf das Unrealistische gehe ich auch gerne ein. Es gibt tatsächlich schon grüne Zonen, auch in Deutschland. Wie definieren wir eine grüne Zone? Da muss man jetzt ganz klar differenzieren. Wir sagen nicht, das ist die absolute Zahl null. No Covid heißt, wir wollen uns klar positionieren gegen das Virus. Wir wollen das Virus so stark es geht eindämmen nahe der Null. Das heißt nicht, dass wir die nur auf die Null pochen. Was wir damit erreichen oder was eine Bedingung ist, ist, dass alle Kontakte nachvollzogen werden können. Und das ist ja die Kontrolle, von der wir sprechen, die wir haben wollen. Wir wollen in der Lage sein zu sehen, wo ist das Virus gerade lang gegangen, von dem Menschen zu dem Menschen. Und es dann so ganz effektiv stoppen, sprich eine Einzelmaßnahme und nicht eine brachiale Maßnahme wie einen flächenden Lockdown. Genau das wollen wir nicht mehr. Okay, vielen Dank. Dann jetzt noch eine Realismusfrage aus der Schweiz. Halten Sie es tatsächlich für realistisch, dass sich Europa auf eine gemeinsame Strategie einigen könnte? Das geht vielleicht an Herrn Fuest, der sich ja viel mit Europa beschäftigt. Ja, ich halte das durchaus für realistisch und letztlich kommt es aber darauf auch nicht an. Ich meine, man muss ja Vorschläge einbringen und was die Politik dann aufgreift, das ist eine zweite Frage. Aber realistisch ist das in dem Sinne, dass es machbar ist und es ist auch im Kern mit dem verbunden, was Europa bedeutet. Warum, nehmen wir mal an, im Elsass wären die Infektionen unterdrückt, das wäre eine grüne Zone. Warum sollen Menschen aus dem Elsass nicht nach Baden-Württemberg reisen, wenn das auch nur große Zone ist, selbst wenn der Rest von Deutschland eben noch hohe Infektionen hat. Das heißt, das Ganze ist ein zutiefst vereinbar mit dem europäischen Gedanken. Und ich denke schon, dass auch viele europäische Politiker sich derzeit Gedanken machen, warum die Situation so desolat ist. Und dann bin ich sicher, werden viele anfangen, auch über Neues nachzudenken. Also ich halte das durchaus für realistisch. Okay. Und einer muss auch einfach anfangen. Das heißt nicht, dass wir alle zur gleichen Zeit damit beginnen müssen, aber ich glaube, es wäre schon könnte ein Dominoeffekt auslösen, wenn ein Land sagt, wir wollen das jetzt so, und das ist natürlich auch sehr attraktiv, wie Herr Fuest das gerade gesagt hat. Spanien ist eine grüne Zone, Deutschland ist eine grüne Zone, also steht dem Spanienurlaub nicht mehr so viel im Wege. Vielen Dank. Ich habe jetzt eine ganze lange Latte von Fragen hier und eine davon, die erste kommt von Florian Neuhann vom ZDF. Vielleicht können wir ihn jetzt mal den Ton zuschalten. Ja, danke. Ja, jetzt Florian Neuhann, ZDF Hauptstadtstudio Berlin. Guten Tag. Eine Frage, weil es ja zuletzt viel durcheinander ging zwischen Zero und No-Covid und so weiter. Können Sie nochmal ganz klarstellen, in Ihrem aktuellen Papier, ab welcher Inzidenz halten Sie Lockerungen für denkbar und welche Lockerungen kämen zuerst? Vielleicht in dem Zusammenhang auch die Frage nach dem Stufenplan in Schleswig-Holstein. Und eine zweite Frage, die Bundesregierung diskutiert aktuell Einreisebeschränkungen wegen der Mutation. Ich gehe davon aus, dass Sie die auch für sinnvoll halten, oder wie bewerten Sie das? Vielen Dank. Ja, wer möchte das beantworten? Geht dann doch wieder um No-Covid. Gut, vielleicht ist es aber wirklich eine gute Gelegenheit, einmal den Unterschied zu erklären. Es gibt mehrere Bewegungen, die schon das gleiche Ziel haben. Und das heißt, die Infektion
mit dem SARS-Coronavirus 2 auf ein ganz niedriges Level hinunter zu drücken, es einzudämmen. Nun gibt es eine sogenannte Zero-Covid-Gruppe, die sehr anders zusammengesetzt ist als unsere, die auch fordert, dass die gesamte Wirtschaft heruntergefahren wird, um eben dieses Ziel zu erreichen, der Null. Und da ist ein großer und entscheidender Unterschied. Unsere No-Covid-Gruppe, die aus 13 Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Disziplinen zusammengesetzt ist, sagt, das ist überhaupt nicht nötig. Das hätte auch einen Kollateralschaden für die Wirtschaft. Und das kann Herr Fuß noch viel besser erläutern. Wir sagen, wir brauchen einen klügeren und einen effizienteren Lockdown. Denn um das Ziel zu erreichen, diese niedrigen Zahlen zu haben. Und das sehen wir tatsächlich als realistisch an. Wichtig ist, dass die Bevölkerung auch wirklich mitmacht. Und wir glauben, dass wenn sie ein klares Ziel vor Augen hat, auch mitmachen wird. Denn darauf kommt es letztendlich an, wie schnell das Ganze dann auch vorbei ist, dieser schmerzhafte Lockdown. Wir glauben, dass weitere Verbote nicht förderlich sind, sondern eher etwas Positives, sobald ich eine grüne Zone bin, in der die Infektionszahlen gering sind, kontrollierbar sind, bieten sich völlig neue Perspektiven für diese grüne Zone. Also ein ganz anderes Prinzip als das, was wir jetzt haben. Im Moment schauen wir zu, wie Infektionszahlen steigen. Wir sehen, die Belegung der Intensivbetten steigt ebenso. Und wir müssen mit harten Maßnahmen reagieren, um dem Herr zu werden. Es ist also eine Reaktion. Und was wir von der Pandemiebekämpfung gelernt haben, ist, dass ein zu spätes Handeln und ein zu inkonsequentes Handeln nicht sehr förderlich ist, um die Pandemie wirklich gut in den Griff zu bekommen. Im Gegenteil, frühes Handeln und konsequentes Handeln mit einem klaren Ziel. Und darf ich kurz nachfragen, welche Zahlen nennen Sie denn jetzt dann? Also ist es die 10, die 5 oder welche Inzidenz ist dann die grüne Zone? Ja, die 10 ist eine gute Zahl, die 10er-Inzidenz, also 10 Infektionen pro 100.000 pro Woche, um wirklich an Lockerungen denken zu können. Wie zum Beispiel, da würde ich jetzt priorisieren, ganz klar die Schulen, die man aber auch nicht unbedingt einfach komplett öffnen kann, ohne Maskenpflicht und ohne alles, sondern auch da gelten immer noch Hygienekonzepte, wie kann die Schule, aber es ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Und bei der 10 sind wir in gar nicht allzu weiter Zeit. Ich kann Ihnen jetzt keinen genauen Zeitrahmen sagen. Es kommt ja jetzt sehr darauf an, wie gut und wie smart können wir infektiöse Kontakte verhindern. Dazu, je mehr mitmachen, desto besser. Und wenn wir bei der Reproduktionszahl von 0,7 sind, sinken die Fallzahlen ganz von alleine. Dann muss man nicht noch mehr tun, um den Faktor 2. Dann sind wir von der 100er-Inzidenz eine Woche später auf der 50, eine Woche später auf der 25, auf der 12,5 und nicht mehr weit von der 10. Das ist also absehbar von der Zeit her. Und dann ist es tatsächlich auch gar nicht mehr weit zu der 0. Und es gibt es stehen viel im Austausch mit Kollegen aus Ländern, die diese Zero-Covid-Strategie, das ist ja ein internationaler Begriff, Zero-Covid, wird international sehr häufig benutzt, die diese Strategie gefahren haben. Das sind Länder in Ostasien, aber auch Finnland ist da sehr gut dabei und Australien, Neuseeland, Uruguay. Es gibt viele Länder, die damit extrem gut zurechtkommen. Und was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Wir waren bei den Zahlen. Genau, in diesen Ländern ist es tatsächlich, sind die Zahlen schneller runtergegangen, als man eigentlich vermutet hatte. Einfach weil die Motivation der Bevölkerung so hoch war, dort schnell hinzukommen. Also ich kann Ihnen jetzt keinen genauen zeitlichen Ablauf nennen, weil es so sehr darauf ankommt, wie Menschen sich verhalten. Und das kann ich
als Virologe nicht ganz klar, ganz klar nicht vorhersagen. Ist Ihre Frage damit beantwortet? Vielen Dank. Wir haben ungefähr 30 Fragen jetzt auf der Liste. Wollte ich nur mal schnell reinwerfen. Daher vielleicht jetzt wollte Markus Pohl noch was dazu sagen. Wollte er? Ja, vielleicht ganz kurz. Also wichtig ist, nicht gegeneinander zu führen, Bekämpfung von des Virus und Erhaltung der gesellschaftlichen oder Rücksicht auf gesellschaftliche und andere Anliegen. Wir müssen sehen, natürlich müssen wir sicherstellen, dass die Wirtschaft nicht kollabiert. Mit einer kollabierenden Wirtschaft ist auch das Gesundheitswesen am Ende. Wir brauchen ja eine wirtschaftliche Grundlage und das stößt nicht auf gesellschaftliche Akzeptanz, ist nicht sinnvoll und auch nicht notwendig. Das heißt, wir müssen das wirtschaftliche Geschehen eben so managen, dass produziert werden kann. Dass, wir müssen ja bedenken, wir müssen noch eine Zeit lang durchhalten. Wir müssen auch auf gesellschaftliche Belange Rücksicht nehmen, auf die Schulen, wie Frau Brinkmann sagte. Dafür müssen aber Konzepte entwickeln, die eben beides ermöglichen, konsequenten Infektionsschutz und gleichzeitig eben Unterricht und wirtschaftliches Handeln, insbesondere in den Bereichen, die hohe Wertschöpfung haben. Und wenn ich zumindest das in Deutschland im Dezember veröffentlichte Zero-Covid-Konzept mir anschaue, dann ist da unter anderem eben sind da sehr harte Aussagen über das komplette Schließen der Wirtschaft. Und das ist einfach nicht sinnvoll. Das wird auch niemand, denke ich, am Ende akzeptieren. Vielen Dank. Jetzt kommt Markus Pohl vom Rundfunk Berlin-Brandenburg, dann Philipp Vetter mit der Bitte um eine kurze Frage und auch kurze Antworten. Ja, Markus Pohl vom ARD-Magazin Kontraste. Kurze Frage an Frau Piesemann zunächst. Besonders im Blickwinkel steht ja der R-Wert und stehen im Moment große Sorge bereitet, die Ausbreitung der Mutationen, der Mutanten. Im Lancet-Paper schreiben Sie, wir müssen angesichts der englischen Mutante davon ausgehen, dass dieser R-Wert um 0,4 Punkte höher sein könnte. Jetzt gibt es im Moment so ein bisschen Entwarnung. Das heißt, möglicherweise ist diese Mutante doch nicht so viel ansteckender wie ursprünglich befürchtet. Gleichzeitig scheinen die Zahlen ja auch in England und auch in Irland, die besonders betroffen waren, steil nach unten zu gehen. Mit anderen Worten, die Frage, für wie gefährlich halten Sie angesichts der neuen Daten diese Mutation und was bedeutet es tatsächlich für dieses Ziel, auf einen R-Wert von 0,7 zu kommen? Also müssen wir die jetzigen Maßnahmen noch viel, viel strenger fassen. Und in dem Zusammenhang geht natürlich auch an Frau Brinkmann als Virologin, aber auch noch die Frage aus Ihrer Expertinnensicht. Wird im Moment aus Ihrer Sicht genügend getan, um diese Mutation tatsächlich flächendeckend zu erfassen? Es gibt ja mittlerweile Anreize für die Labore, diese Sequenzierungen durchzuführen. Reicht es aus und sind wir da aus Ihrer Sicht gut aufgestellt? Danke. Gut, ganz kurz als erstes zu der höheren Infektiosität der neuen Variante. Die neue Variante hat sich extrem schnell durchgesetzt. Wer erfolgreicher ist, wer sich schneller ausbreitet, verdrängt die weniger erfolgreiche. Und dieser Wert wurde ursprünglich auf plus 0,4 bis 0,7 geschätzt. Inzwischen denkt man, dass es im Bereich 0,3, 0,4 ist, also eher am unteren Ende. Aber das ist immer noch massiv. Wir hatten in Deutschland einen R-Wert von 0,3 oder 0,4 mehr. Wenn man vorher ein R von 1 hatte, bedeutet eine Verdopplung der Fallzahlen jede Woche. Das hatten wir in Deutschland sehr lange nicht mehr, zum Glück. Das heißt, ohne eine Verhaltensänderung würde das eben auch zu einer Verdopplung der Fallzahlen hier führen. Etwas weniger möglicherweise, wenn die neueren Daten da das bestätigen. Das bedeutet natürlich, dass dann die Menschen typischerweise danach vorsichtiger sind. Das A und O, ob man die Fallzahlen runterbekommt oder nicht, hängt an der Motivation. Wollen wir runter? Was ist unsere langfristige Strategie? Und das fehlt. Wir reagieren auf hohe Fallzahlen und lockern bei niedrigeren Fallzahlen, ohne uns zu überlegen, wie wollen wir die nächsten Monate oder vielleicht sogar Jahre mit diesem Virus an sich umgehen. R gleich 0,7 würde erlauben, die Fallzahlen jede Woche oder genauer gesagt jede 8 Tage zu halbieren. Dieser R-Wert ist gerade in Irland erreicht worden, trotz der neuen Variante. Und das stimmt uns extrem optimistisch. Denn Irland hat, das ist ein sehr spezieller Fall, einen Lockdown gemacht im November, erst milden, dann schärfen. Die haben die Fallzahlen damals wieder runtergebracht in Richtung 50, was sehr beeindruckend ist beim Nachbarland England, wo ja sehr viele Kontakte hin sind. Und dann haben sie Weihnachten gefeiert mit vielen Gästen, auch aus England. Wenn man zu großen Gruppen Weihnachten feiert mit lauter Gästen aus England, ist es vielleicht kein Wunder, dass dann eine Woche später die Fallzahlen hochschießen. Entsprechend gehen jetzt aber auch die Fallzahlen runter. Der Lockdown ist dort installiert. Das ist extrem optimistisch für uns. Wir sehen das mit
wirklich relativ strikten Maßnahmen und einer großen Motivation der Bevölkerung die Fallzahlen sehr zügig sinken können. Und ich denke, um das einmal zusammenzufassen, wir müssen überlegen, was ist unsere langfristige Vision? Wollen wir am Limit der Krankenhauskapazität weiterarbeiten oder wollen wir eine Kontrolle dieser Ausbreitung? Eine halbe Kontrolle gibt es nicht. Das Limit der Krankenhauskapazität bedeutet, dass auch wenn die ganz Alten in den nächsten Monaten mehr geimpft sind, wir noch genug Menschen in der Altersgruppe 50 bis 75 haben, die eventuell auf die Intensivstation müssten. Das sind für etwa 25 Millionen Menschen. Wir wissen inzwischen, dass die eine Wahrscheinlichkeit haben von 0,5% bis 5%, dass sie sterben könnten an Covid. Das sind immer noch 250.000 Menschen. Das ist sehr, sehr, sehr viel. Insofern müssen wir uns überlegen, wie wir damit umgehen. In Deutschland gibt es eine sehr niedrige Prävalenz bisher. Wir haben es an sich relativ gut gemacht. Aber das bedeutet auch, dass sehr, sehr viele Menschen noch Covid kriegen könnten und an den kurz-, mittel- und langfristigen Folgen sehr leiden könnten. Vielen Dank. Dann hätten wir jetzt Herrn Philipp Vetter, ist das von der Welt? Nee, ich glaube, meine Frage ist noch offen von. Ach so, Entschuldigung. Ja, ich hoffe, dass wir kurze Fragen und kurze Antworten kriegen, weil wir haben so viele Leute, die da doch auf der Liste stehen. Ja, kurze Antworten. Ich stimme Frau Priesemann zu, was die Infektiosität der Mutante angeht. Auch das, was wir jetzt, was jetzt niedriger ist als die ursprünglich 70% berichteten, auch das reicht noch, um uns in Schwierigkeiten zu bringen. Aber genau wie Sie sagen, Herr Pohl, die Zahlen gehen auch in England und Irland wieder wunderbar in die Tiefe. Das heißt, wir können auch diese Variante mit unseren Methoden wieder nach unten drücken. Das ist eine gute Nachricht. Wird genug getan, um solche Varianten, Mutanten zu entdecken in Deutschland? Kurze Antwort, nein. Das war jetzt kurz. Ja, danke. Also noch ein Halbsatz dazu. Wir sind hier tatsächlich absolut im Blindflug und Sie haben einen guten Punkt damit. Wir sehen jetzt diese Varianten, weil sie in anderen Ländern detektiert wurden. Wir sehen aber gar nicht, was hier im eigenen Lande eigentlich passiert. Und das ist die große Gefahr, wenn man zu viel Infektionsgeschehen zulässt, werden sich solche Varianten bilden. Wir haben, das ist sozusagen ein Alarmsignal jetzt aus diesen Ländern und das sollten wir sehr ernst nehmen. Nun aber, Philipp Vetter, Die Welt. Ja, guten Tag. Ich hoffe, Sie können mich hören. Ich beschränke mich auf einen Komplex. Das Thema Einreiseverbote, Bestimmungen, Quarantäne, die dann womöglich auch nochmal verschärft werden soll. Ich habe jetzt keine klare Antwort auf die Frage des Kollegen gehört, ob Sie das befürworten würden. Ich habe rausgehört, zusätzliche Verbote halten Sie eigentlich nicht für förderlich. Vielleicht da nochmal eine klare Antwort bitte. Und in dem Zusammenhang, wenn Sie von grünen Zonen, da bin ich wieder bei No-Covid, ich weiß, aber wenn Sie davon sprechen, ist doch eine ganz erhebliche weitere Einschränkung, dass man dann den Reiseverkehr zwischen diesen Zonen eigentlich unterbinden muss. Wie wirkt sich das Ihrer Meinung nach auf die Motivation der Bevölkerung aus, wenn dann doch diese bedeutende Freiheit, die Bewegungsfreiheit eben weiter eingeschränkt bleibt? Danke. Da gebe ich eine kurze Antwort zu, weil Herr Vetter, Sie dürfen in der ersten Reihe sitzen bei der Pressekonferenz zur Version 2.0 von No-Covid. Kurze Antwort lautet, wir sind der Meinung, der Ansicht, dass wir keine Schließungen von Grenzen oder Landkreisen benötigen, um grüne Zonen zu erhalten. Wir erarbeiten Konzepte, wie es möglich sein kann. Ein wichtiger Punkt ist auch im Lancet-Papier schon genannt. Das sind Antigen-Schnelltests, die uns da sehr viel weiterbringen werden. Das ist etwas, was Australien und Neuseeland nicht zur Verfügung hatten, als sie ihre Zero-Covid, No-Covid, wie auch immer wir es jetzt nennen wollen, implementiert haben. Die hatten übrigens auch keine funktionierende Corona-Warn-App. Gut, dann habe ich jetzt auf der Liste Christina Schmidt von? Vom Bayerischen Rundfunk, hallo. Danke. Mich würde jetzt noch interessieren, wie Sie sich denn so eine gemeinsame europäische Strategie konkret vorstellen. Also betrifft das vor allem Maßnahmen oder betrifft das dieses Konzept der grünen Zonen? Können Sie das noch mal ein bisschen genauer erläutern, wie Sie sich das vorstellen?
Ich würde eventuell was zu dem europäischen gemeinsamen Vorgehen sagen. Wir haben das ganz klar formuliert. Es geht darum, ein gemeinsames Ziel zu haben. Wenn alle Länder das Ziel niedrige Infektionszahlen haben und auch konsequent gegensteuern, wenn lokal die Ausbreitung wieder außer Kontrolle gerät, dann profitieren alle Nachbarländer. Das gilt für die europäischen Länder, das gilt für die Bundesländer in Deutschland, das gilt für die Landkreise. Wir haben das im letzten Sommer gesehen. Wir waren im letzten Sommer bei sehr niedrigen Inzidenzen. Viele Landkreise hatten über Wochen hinweg null detektierte Fälle. Und wir denken, das war relativ zuverlässig. Trotzdem gab es lokale Ausbrüche in Deutschland, zum Beispiel in Gütersloh oder hier auch in Göttingen. Da hat man sehr konsequent lokal gegengesteuert und das wieder in den Griff bekommen, damit es nicht überspringt auf die Nachbarlandkreise. So stellen wir uns vor, dass wir das auch mittel- und langfristig hinbekommen. Und je mehr Länder das gut unter Kontrolle haben, desto besser kann man zwischen diesen Ländern reisen, desto geringer ist die Gefahr von einer Ansteckung. Und dann passiert bei einer guten Kontrolle, dass fast ausrotten, das lokale, zeitliche Ausrotten eines Virus fast von allein. Der Punkt ist, entweder wir haben eine Kontrolle, dann sinken die Fallzahlen im Prinzip, außer von dem, was eben aus den Nachbarregionen reinkommt. Oder wir haben keine Kontrolle. Und das ist wirklich, das Bild ist ja ein altes, aber es funktioniert nach wie vor. Es ist wie beim großen Waldbrand. Wenn ich den früh entdecke, kann ich mit der Feuerwehr den lokal eindämmen und dafür sorgen, dass in allen anderen Bereichen man sich gut und frei bewegen kann. Wenn ich ihn aber viel zu spät entdecke, dann ist man nur am Hinterherrennen und versucht, die Dörfer noch zu retten, sage ich mal, die Altenheime, also die Region, wo es einem am meisten schadet, wenn dort das Feuer noch einbricht. Und auch das funktioniert leider nicht immer. Der beste Schutz für alle ist, diese lokalen Herde so früh wie möglich wieder einzudämmen. Im letzten Sommer hatten wir das und das, was wir für Europa brauchen und was von jedes Land profitieren würde, ist, wenn jedes Land sagt, ja, wir wollen niedrige Fallzahlen, das ist unsere Vision, das ist unser Ziel. Wie jede Region, wie jedes Bundesland, wie jedes Land dahin kommt, das wissen die Länder am besten. Wir haben jetzt schon seit fast einem Jahr Covid. Wir kennen gut genug die Maßnahmen, die die Fallzahlen effektiv auch wieder runterbringen. Und das muss dann lokal jedes einzelne Land selber bestimmen und am besten selber einstellen, wie man die Bevölkerung mitnimmt und die Maßnahmen geschickt wählt. Okay. Dann hätte ich jetzt Stefan Mack von Antenne Bayern als Nächsten und dann Herr oder Frau Grubi. Hallo, guten Tag. Bei uns in Bayern öffnen im nächsten Monat. Jetzt höre ich ihn nicht mehr. Hallo, Herr Mack. Ich höre nichts mehr. Hört man mich? Irgendwas geht jetzt nicht. Also Sie hören wir, aber der Herr Mack, den hört man leider nicht. Gut, dann wechseln wir jetzt mal auf Herr oder Frau Rubi, weil irgendwie gibt es ein Problem bei Antenne Bayern. Wir gehen dann gleich wieder zurück auf ihn. Herr Rubi oder Frau Rubi? Ja. Herr Beck, funktioniert das? Sonst würde ich eine Mail oder zunächst mal, wenn wir ein Problem mit Mikros haben, dann würde ich, ich habe hier auch noch eine Frage gekriegt. Hören Sie mich jetzt? Jetzt, ja. Okay, super. Also Frau Rubi vom österreichischen Rundfunk, von den ORF-Radio-Nachrichten. Ich hätte eine Frage an Professor Fuest, weil Sie vorher sagten, es gibt Studien, die belegen, dass Lockdown-Maßnahmen nicht schädlicher sind als wie der Konsum, also weniger schädlich sind als der Konsumstopp jetzt durch hohe Fallzahlen. Könnten Sie auf diese Studie genauer eingehen, was das genau heißt? Ja, sehr gerne. Es geht in den Studien um die Frage, sind es die Lockdown-Maßnahmen oder ist es die Infektion, die Verbreitung des Virus, die den wirtschaftlichen Schaden anrichtet? Jetzt ist die Frage, wie kann man das messen? Zum Beispiel in den USA haben wir in verschiedenen Bundesstaaten ganz unterschiedliche Öffnungsstrategien gehabt. Einige Bundesstaaten haben geöffnet, obwohl die Inzidenzen noch sehr hoch waren. Andere haben nicht geöffnet. Und man kann jetzt ziemlich klar zeigen, zum Beispiel eine Studie von Raj Chetty, der Ökonom in Harvard ist, mit Co-Autoren. Man kann zeigen, dass die Öffnung trotz Präsenz des Virus wirtschaftlich nichts gebracht hat. Das Konsumverhalten ändert sich dort nicht. Und das hat einfach damit zu tun, dass sehr, sehr viele Menschen eben nicht zu Hause bleiben und nicht ins Kino und nicht ins Restaurant gehen, weil sie nicht dürfen oder weil das geschlossen ist, sondern weil eben das Virus da ist. Also selbst wenn das Kino öffnet, gehen die Menschen nicht hin. Die Ergebnisse sind jetzt unterschiedlich.
Aber der Durchschnitt liegt so etwa bei 80%. Also 80% der Konsumverluste sind auf das Virus zurückzuführen und 20% dann auf die Lockdown-Maßnahmen. Ne? Und die Botschaft nochmal lautet, nach bisheriger Erfahrung, das sind Daten aus dem früheren Stadium der Infektion, aber das ist das Aktuellste, was wir haben. Sie können die Wirtschaft nicht retten, indem Sie trotz Infektionen einfach öffnen. Und Dankeschön. Ja, also eine kurze Nachfrage noch. Was für intelligente Öffnungen würden Sie denn dann anstreben? Also da gibt es ja eben ganz unterschiedliche Ansätze. Bei uns in Österreich wird sehr viel diskutiert, dass die Skilifte offen haben, dass die Gastronomie aber zu hat und die Hotellerie und auch der Kulturbereich, der aber flächendeckende Tests eben anbietet. Also was sollte offen haben, was geschlossen? Frau Priesemann hat ja gerade schon darauf hingewiesen, dass das Ganze sehr länderspezifisch ist. Aber ein Beispiel, das Frau Brinkmann vorhin erwähnte, sind ja zum Beispiel die Schnelltests. Wenn wir an die Schulen denken, warum haben wir keine flächendeckenden Tests in den Schulen? Also das sind Maßnahmen, die wir viel stärker umsetzen müssen. Und ob das kommt oder nicht, das hat zu tun mit der Ernsthaftigkeit und der Priorisierung dieses Ziels, wirklich die Pandemie loszuwerden. Wir sind weit davon entfernt, hier das zu tun, was möglich ist, das zu tun, was andere Länder tun. Pardon, noch eine kurze Nachfrage, Entschuldigung. Aber weil diese Schnelltests ja auch davon abhängen, wie sie durchgeführt werden und es gibt ja auch Qualitätsunterschiede, muss man da nicht auch vorsichtig sein? Ja, Vorsicht ist immer gut, aber ich glaube, die Frage können Frau Brinkmann und Frau Priesemann besser beantworten. Ich kann dazu kurz was sagen. Also ein Problem der Schnelltests ist ja, dass sie genauso wie aber auch die PCR-Tests in der Inkubationsperiode das Virus zum Beispiel noch gar nicht entdecken können und ein paar Tage später ist eine Person trotzdem infektiös. Wenn dieser Test aber durchgeführt worden ist und halbwegs korrekt durchgeführt worden ist, dann ist man sich für die nächsten Stunden, vielleicht für den nächsten Tag relativ sicher. Das heißt, die sind ein wunderbares Mittel, um die Infektion dort rauszuhalten, wo es nicht zu dramatisch ist, wenn man sie einschleppt. Also wenn man, und am Ende muss man das einfach wieder mathematisch multiplizieren. Je mehr Menschen positiv sind, desto mehr rutschen dann auch durch solch einen Filter, durch solch ein Vorsichtssystem hindurch. Wenn wir insgesamt extrem niedrige Fallzahlen haben, dann würde man natürlich trotzdem weiter testen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dann trotzdem zu einer größeren Veranstaltung eine Person durchgerutscht ist, die einen negativen Test hatte, aber trotzdem an dieser Großveranstaltung dann ein Superspreading-Event macht, die hängt eklatant damit zusammen, was die Prävalenz in der gesamten Bevölkerung ist. Das heißt, je niedriger die Fallzahlen, desto mehr helfen uns auch diese Schnelltests, um bei normalen Veranstaltungen und normalem tagtäglichen Leben die Ausbreitung einzudämmen. Vielen Dank. Dann wenden wir jetzt nochmal zurück über die Grenze nach Bayern und versuchen, Stefan Mack nochmal aufzurufen. Funktioniert das jetzt? Herr Mack, Ihr Mikro ist noch aus, sehe ich im Moment. Aha. Gut. Jetzt hörst du es an. Ja, jetzt geht's. Sensationell. Bin begeistert. Ja, guten Tag. Gestern im Bayerischen Landtag wurde auch über diese Gurgeltests gesprochen und der Herr Söder hat ja auch für die Schulen ein Testkonzept angekündigt. Meine Frage wäre, können Sie speziell was zu diesen Gurgeltests sagen? Kann man die selber machen? Braucht es da dann an jeder Schule, sofern man das dort einsetzen würde, medizinisches Personal? Danke. Das ist jetzt eine sehr spezifische Frage schon. Also wir arbeiten gerade für die Version 2.0 von Covid eine Toolbox. Da geht es nur ums Testen. Und da geht es auch genau um eine Abwägung, welcher Test ist denn nun der beste. Da kann ich jetzt kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Es ist tatsächlich eine sehr gute Methode, aus dem vorderen Nasenraum eine Probe zu nehmen und damit den Antigen-Schnelltest durchzuführen. Und der Antigen-Schnelltest erlaubt da tatsächlich auch, dass der eine es ein bisschen schlechter macht als der andere. Aber das ist möglich. Mit den Gurgeltests bin ich etwas skeptischer, aber da würde ich Sie bitten, da sind wir wirklich jetzt in der Feinabstimmung und werden da klare Konzepte vorlegen. Aber richtig ist, je mehr wir von solchen Werkzeugen in der Hand haben, wie weitere Antigen-Schnelltests, die einfacher idiotensicher durchzuführen sind. Und umso leichter wird es natürlich. Und da laufen die Entwicklungen ja auch noch weiter. Aber wir sind da schon ziemlich gut aufgestellt. So, okay. Als nächstes habe ich AFP Produktion. Das ist Agence France-Presse, die französische Nachrichtenagentur, die, glaube ich, auch Fernseh produziert.
Das Mikro ist noch aus bei AFP, aber gleich kommt es. Oder? Ich kann ja kurz zu Herrn Mack noch was sagen. Es gibt eine sehr gute Publikation, die ist auf MedArchives schon vorher publiziert worden. Die kann ich Ihnen gerne schicken. Da steht das sehr gut dargestellt, wie das mit dem vorderen Nasenraum funktioniert und dem Antigen-Schnelltest. Prima, danke. Gut, AFP ist irgendwie gar nicht zu bekommen jetzt im Moment. Dann gehen wir auf Andreas Hoffmann von... steht hier nicht dabei, aber Herr Hoffmann, Andreas Hoffmann. Okay, keiner da. Gut, dann habe ich noch eine weitere Frage, die jetzt ist, die ist gekommen aus Kroatien, vom kroatischen Fernsehen. Herr Professor Fuest, erwarten Sie, dass Kroatien, eine sehr vom Tourismus abhängige Wirtschaft, in diesem Sommer wegen der Mutationen ein Verlierer bleibt? Oder ist es zu früh, so etwas zu sagen? Das kommt von Herrn Kuric aus Kroatien vom Fernsehen. Also ich bitte um Verständnis. Ich bin kein Experte für die Situation in Kroatien. Es scheint mir aber klar zu sein, dass natürlich Tourismus auch im kommenden Sommer eingeschränkt bleibt. Wie eingeschränkt? Das hängt jetzt allerdings von der Politik ab, die in Europa verfolgt wird. Wenn es uns gelingt, die Infektionen einzudämmen, dann ist damit eine wichtige Voraussetzung dafür hergestellt, dass man eben mit Sicherheitsvorkehrungen natürlich, aber dass man wird reisen können. Und ob das gelingt, das hängt von politischen Entscheidungen ab. Ich bitte um Verständnis, dass ich mich jetzt in den spezifisch kroatischen Verhältnissen nicht auskenne. Danke. Dann kommt eine Frage von Herrn Meyer-Mannhardt, legendärer Journalist der Süddeutschen Zeitung, an Herrn Fuest auch. Welche Chancen räumen Sie dem Versuch ein, tatsächlich eine gemeinsame europäische Strategie im Sinne des Papiers zu erreichen? Das haben wir eigentlich vorhin schon mal gesagt, aber vielleicht könnten Sie es noch einen Tick ausführen. Ja, ich glaube, Frau Brinkmann hat schon darauf hingewiesen, das funktioniert ja, wenn sich einzelne Länder zusammenschließen. Also stellen wir uns vor, Frankreich und Deutschland würden sich da zusammentun. Das würde sehr viel bringen und die Erfolge, die sich sicher einstellen würden, die bringen dann vielleicht auch andere dazu. Das ist, glaube ich, auch eine Stärke dieses Konzepts, dass es eben nicht davon abhängig ist, dass alle gleich mitmachen. Es gibt in Europa sehr unterschiedliche Auffassungen. Das ist auch hier auch völlig in Ordnung. Aber dieses Konzept funktioniert auch, wenn einige miteinander beginnen. Danke sehr. Und noch eine Frage an Frau Brinkmann von Thomas Schumm von Plus Visionen aus München. Das sind eigentlich sogar drei Fragen. Hops. Ist es so, dass sich Viren, also die Mutationen im Zeitablauf abschwächen und sich dann immer versuchen, mit ihrem Wirt zu arrangieren? Kommen die anderen Fragen auch noch? Wenn Sie wollen. Ja? Glauben Sie an eine virenfreie Welt, beziehungsweise kann der Mensch die Natur beherrschen? Und Ihre Gedanken zu Grundrechten im Verhältnis zu einem wissenschaftlichen Freilandexperiment, also sind eventuell autoritäre Strukturen oder totalitäre Strukturen notwendig für No-Covid und Zero-Covid? Und wenn Sie dann die letzte Frage noch hören, Ihre Vision der Zukunft? Very large. Ein weites Feld. Kann ich da einen Vortrag zu halten und Sie auf da alle Fall einladen? Auf jeden Fall gern. Vielleicht nicht jetzt, ja. Aber im Prinzip. Ja, ich mach's mal kurz. Ich ganz kurz nach Kroatien grüßen. Ich habe fantastische Kollegen dort, die genauso Covid bekämpfen wie wir hier auch. Und würde sehr gerne nach Kroatien in den Urlaub reisen, wenn es eine grüne Zone ist. Und wir natürlich auch. So, zu meinen Visionen. Ja, Viren können sich abschwächen, aber Viren wollen erfolgreich sein. Also ein Virus, was infektiöser ist, wird sich durchsetzen. Und das sehen wir gerade sehr gut anhand des Beispiels der B.1.1.7-Variante, die in England zum ersten Mal gesehen wurde. Und dass die noch größere Gefahr ist, und das ist auch etwas, was passieren kann, dass wenn, ich hole mal anders aus, es gibt Bereiche auf der Welt, wo ein sehr hohes Infektionsgeschehen auftritt, zum Beispiel in Brasilien, in der Stadt Manaus. 70% der Einwohner hatten bereits eine Infektion mit dem SARS-CoV-2. Und trotzdem zirkuliert das Virus ja immer noch in der Bevölkerung. Und nun trifft das Virus immer wieder auf Menschen, die
einen Immunschutz haben und kommt damit in eine Sackgasse. Aber es gibt immer wieder neue Varianten von Viren. Es ist ein Naturgesetz, dass Viren sich verändern. Und es kann passieren, dass es Varianten gibt, die auch diesem Immunschutz entgehen können, die diesen Immunschutz überlisten können. Und ich weiß genau, wovon ich rede. Das ist das Kernthema meiner Arbeitsgruppe. Es gibt da vielfältige Möglichkeiten für Viren. Und das wäre natürlich, wie Sie sich vorstellen können, ein sehr großes Problem. Wir haben Impfstoffe, die wirken sehr gut. Aber wenn wir ein hohes Infektionsgeschehen erlauben in einer Bevölkerung, die nach und nach geimpft wird, kann es sehr gut passieren, dass sich Varianten entwickeln, bei denen die Wirksamkeit des Impfstoffes deutlich nachlässt. Und das ist etwas, was wir auf jeden Fall vermeiden sollten. Eine virenfreie Welt ist, nein, kurze Antwort, werden wir nicht haben. Auch SARS-CoV-2 werden wir nicht komplett ausrotten können. Wir könnten es, wenn wir weltweit jeder zur gleichen Zeit jeder Einzelne auf einen einzelnen Baum klettert und dort 4 Wochen sitzen bleibt. Sie hören selber, wie realistisch das ist. Also nein, es wird nicht möglich sein. Aber es ist möglich, dieses Virus zu kontrollieren und nicht, dass das Virus uns kontrolliert, was im Moment ja der Fall ist. Das vielleicht zu meiner Kurzvision. Dankeschön. Dann kommt noch eine weitere Frage von NTV an Sie. Und zwar, was halten Sie von den Impfstoffen aus China und Russland? Das ist hier per Mail eingetroffen. Ich finde, das geht jetzt ein bisschen an dem Lancet-Papier eigentlich vorbei, die Frage. Ich kann da kurz... Ja, aber die Fragen werden ja trotzdem gestellt. Ja, also ich würde mich jetzt anstatt auf weitere Impfstoffe in anderen Ländern erstmal darauf fokussieren, was ist jetzt hier in der europäischen Zulassung. Und auf die würde ich mich ganz klar fokussieren. Die gehen hier durch unsere Kontrollinstanzen. Und auf die sollten wir uns ganz klar unseren Fokus setzen und natürlich die Impfung der Bevölkerung ermöglichen, dass, also ausreichend Impfdosen zur Verfügung haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt natürlich. Vielleicht noch ganz kurz, was mir gerade einfällt zu den totalitären Strukturen. Das denke ich überhaupt nicht. Das ist, ist mir völlig fremd, diese Idee. Wir wollen unsere Freiheit zurück. Wir wollen nicht mehr im Lockdown sein. Wir wollen wieder Herr des Geschehens sein. Also der Freiheitsgedanke ist da die treibende Kraft vor und mit unserer Strategie und nicht die eines totalitären Systems. Gut, dann kommen wir jetzt von der Systemdiskussion nochmal zu einer ganz praktischen Frage von Aziza Freutel, Textilwirtschaft. In dem Papier, ab welchem Punkt sieht das eigentlich vor, eine Öffnung des Einzelhandels, beziehungsweise zu welchen Bedingungen kann dies erfolgen und welche Szenarien gibt es, wann dieser Punkt in Deutschland erreicht sein könnte? Also Einzelhandel ist die Frage. Ich kann versuchen, da was Generelleres zu sagen. Ich habe ja schon gesagt, dass man immer lokal abwägen muss, öffne ich zum Beispiel erst die Schulen zum Teil, erst den Einzelhandel, erst die Kultureinrichtungen. Wo mache ich die Öffnung zuerst? Das ist eine schwierige Güterabwägung, die am Endeffekt der Gesellschaft und der Politik überlassen bleibt. Aus unserer Sicht ist es extrem wichtig zu betonen, dass wenn die Fallzahlen niedrig sind, können sich die Gesundheitsämter auf die verbleibenden Ketten konzentrieren. Und dann ist auch die Dunkelziffer in der Bevölkerung viel, viel, viel niedriger. Es ist also, das Problem sind ja nicht die Personen, die wir schon entdeckt haben und die dann in Quarantäne sind. Das Problem sind die Personen, die gar nicht wissen, dass sie infiziert sind. Also die wo die Kontaktnachverfolgung gar nicht stattfindet oder viel zu spät stattfindet. In Sachen Öffnung ist es, wie gesagt, eine reine Güterabwägung, die wir der Politik auch explizit überlassen. Wir haben aus verschiedenen Studien inzwischen aus der ersten Welle wissen wir, dass Infektionen stattfinden, wo sie stattfinden, dass Innenräume ein größeres Problem darstellen als Außenräume wegen der Ansammlung der Aerosole. All diese Prinzipien zusammen, aber auch mit den Vorsichtsmaßnahmen, die gemacht werden, muss man zusammennehmen und in der Güterabwägung, was zuerst gelockert werden soll und wie viel jedes Einzelne gelockert werden soll. Der Punkt ist nur, wenn wir es machen,
wie im Herbst, wo die Fallzahlen Stück für Stück steigen, dann kommt man an den Kipppunkt. Und das haben wir gerade in unserem Paper in Nature Communications veröffentlicht. Wenn die Fallzahlen Stück für Stück steigen, kommt man an den Kipppunkt, wo die Gesundheitsämter nicht mehr hinterherkommen. Dann geht die Ausbreitung außer Kontrolle. Man weiß nicht mehr, wo die Ketten sind. Und dann müssen wir diese sehr groben Maßnahmen wie so ein Lockdown überhaupt erst machen, um die Fallzahlen auch nur zu stabilisieren. Oder sie dann im Zweifel wieder runterzubekommen. Es gibt keine halbe Kontrolle. Ich stoße immer wieder auf dieses Missverständnis, dass hohe Fallzahlen leichter zu kontrollieren seien als niedrige, dass wir sagen, wir erlauben uns höhere Fallzahlen und haben dafür mehr Freiheiten. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Je niedriger die Fallzahlen, desto mehr Freiheiten haben wir, weil die einzelnen Ketten ganz gezielt eingedämmt werden können, anstatt dass wir diese vorschlaghammerartigen Maßnahmen durchführen müssen. Gut, dann noch eine Frage von Johannes Reichardt vom Bayerischen Rundfunk an Frau Brinkmann. Sind zur besseren Nachverfolgung der Infektionen nicht auch deutlich mehr Daten der Corona-Warn-App vonnöten, etwa der genaue Aufenthaltsort der Risikobegegnung? Ja, das wäre natürlich ein großer Gewinn. Und auch da sind wir gerade an einer Toolbox, die das beleuchtet, wie wir das verbessern können. Denn es ist natürlich eine super wichtige Information. Wo habe ich mich denn aufgehalten? War ich beim Bäcker? Wo war mein infektiöser Kontakt? Das würde uns sehr viel weiterbringen, absolut. Und da werden wir auch etwas zu präsentieren. Und was auch wirklich ein erstaunlicher Punkt ist, wir brauchen effizientere Wege, die Zahlen nach unten zu drücken und auch dort zu halten, ganz klar. Aber diese Technologien gibt es. Man muss sie jetzt einfach nur einsetzen wollen. Und dafür braucht man erstmal dieses klare Ziel, ja, wir wollen No Covid oder wenig Virus, Viruszirkulation in unserer Gesellschaft. Sehr gut. Und ganz kurz, wir haben ja viel gesprochen mit Experten aus anderen Ländern. Wie habt ihr das geschafft? Und man kann kein Land direkt 1:1 auf Deutschland übertragen. Es gibt überall Unterschiede und ganz klar, aber man kann sich einzelne Teile sehr gut abgucken und rauspicken. Und das ist genau das, was wir gerade tun. Und hatte ich vorhin schon kurz angedeutet, Australien hatte auch keine sehr gut funktionierende Corona-Warn-App, hatte aber andere Technologien und was ganz Einfaches, ein QR-Code zum Beispiel beim Betreten eines Restaurants anstatt der Zettelwirtschaft, die wir hier betreiben, würde uns schon mal sehr viel helfen. Das ist nur ein Beispiel. Gut, dann nochmal eine Frage von Herrn Schumm, Plus Visionen, Lufthansa, TUI und jetzt kommt auch noch Kaufhof Staatshilfen, geht das nur so weiter? Steuern wir auf eine Art von Sozialismus zu? Klaus Schwab, also Davos spricht von The Great Reset. Is this Great Reset? Herr Fust? Ist er noch da oder ist er schon weg? Ich sehe ihn gerade nicht. Nein, ich bin schon ja. da. Ja, ja. Die Antwort ist nein, wir steuern nicht auf einen großen Sozialismus zu. Das ist ja, sind ja eben hoffentlich nur vorübergehende Hilfen, so sind sie angelegt. Also da müssen wir die Kirche im Dorf lassen. Auch dieses Gerede vom Great Reset halte ich für völlig falsch. Nach der Pandemie werden viele Dinge anders sein, aber die meisten Dinge werden so sein, hoffentlich wie vor der Pandemie. Wir werden auf keinen Fall eine Staatswirtschaft haben, schon viele Unternehmen, in denen der Staat Beteiligung hält. Aber das ist etwas anderes als eine Verstaatlichung von Unternehmen, in denen der Staat, also wie im Sozialismus, selbst das Management führt. Das sind nochmal ganz unterschiedliche Dinge. Also das bringt uns nicht weiter, jetzt darüber zu lamentieren, dass der Sozialismus ausbrechen würde. Das ist nicht der Fall. Gut, dann noch eine Frage von Hubertus Vollmer, ntv.de, an Frau Priesemann. Sie haben gesagt, wir wollen mit weniger Anstrengung die Fallzahlen auf einem niedrigen Niveau stabilisieren, statt mit großen Anstrengungen auf hohem Niveau zu stabilisieren. Könnten Sie mal Beispiele dafür nennen, die besonders dringlich sind und derzeit nicht umgesetzt werden? Das wird also immer sehr konkret. Das Konkrete ist immer das Schwierigste, das wissen wir. Das muss man sicherlich in Einzelfällen anschauen. Der Punkt, den wir in unserem Papier auch gesehen haben, ist ein wissenschaftliches Papier, was wir gerade vor kurzem Nature Communications publiziert haben. Da geht es genau um Testen, Kontakt nachverfolgen und isolieren. Dort sehen wir zum Beispiel ganz klar, dass es wichtig ist, an allen Stellschrauben
ein Stückchen zu drehen, dann braucht man nicht an einer Extrem zu drehen. Zum Beispiel, die Quarantäne muss natürlich sehr gut eingehalten werden. Ansonsten steckt man ja fast genauso viele Menschen an wie ohne Quarantäne. Die Kontaktnachverfolgung muss nicht perfekt sein. Wir können durchaus ein Drittel der möglichen infizierten Kontaktpersonen nicht identifizieren, solange wir genug Screening-Tests haben, um diese Ketten dann ein bisschen später in der nächsten Generation einzufangen. Das heißt, wir können uns ganz viele, ich sag mal, Fehler hier und da erlauben, aber genau hinzuschauen hilft. Und am Ende können wir natürlich viele Dinge quantifizieren, viele Anordnungen machen, aber das A und O ist, dass die Menschen verstehen, worum es geht, was das Ziel ist und wie gut die Fallzahlen sinken, hängt davon ab, wie die Menschen das umsetzen. Das sehen wir in den kulturellen Unterschieden der Motivation über die verschiedenen europäischen Länder. Das sehen wir aber auch innerhalb von Deutschland. Und die Bevölkerungsgruppen noch zu gewinnen und auch mitzunehmen, die bisher noch nicht so viel vielleicht davon mitbekommen haben, das wäre sicherlich auch ein großer, hilfreicher Aspekt. Also die Motivation ist hier A und O. Und dort ist einfach für mich eines der Aspekte, warum ich diese ganze wahnsinnig anstrengende Öffentlichkeitsarbeit auch mache, ist, wir sehen in den Modellen so klar, dass die niedrigen Fallzahlen einfacher zu kontrollieren sind. Aber es ist so viel schwieriger zu kommunizieren. Es ist ja dieses Problem der Vorsorge, dass man dort schon stoppt und auch schon dort anfängt gegenzusteuern und nicht erst, wenn von den Intensivstationen die Alarmsignale kommen. Da würde ich gern kurz was zu sagen. Es ist ja auch mal ganz aus der klinischen Perspektive gesprochen. Wir haben für erkrankte Menschen keine Therapie zurzeit in den Kliniken. Und selbst wenn wir die hätten, wäre es immer noch, als aus meiner Sicht ist die Prävention das Beste, was wir tun können. Wir wollen erst gar nicht, dass Menschen krank werden. Und wenn sie erkranken, dann ist es immer besser, natürlich auch frühzeitig mit Therapien zu beginnen. Das ist zum Beispiel die Krebserkrankungen sind da ein sehr gutes Beispiel. Je eher ich etwas entdecke und je eher ich handle, desto besser sind meine Therapieaussichten. So, noch besser ist es, den Krebs gar nicht erst so weit kommen zu lassen, sondern dass man präventive Maßnahmen ergreift, ja, wie zum Beispiel die Vorsorgeuntersuchung. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Prävention von Krankheiten ist eigentlich der beste Weg. Und da hilft die Impfung jetzt natürlich sehr. Die kann diese präventive Leistung erbringen. Aber es wird noch das ganze Jahr dauern, bis wirklich ausreichend Menschen geschützt sind durch die Impfung. Und bis dahin müssen wir jetzt einen Plan haben, wie wir da genau hinkommen wollen, um zu verhindern, dass wir in diese Situation kommen, zu öffnen und wieder schließen zu müssen, weil das Virus eben wieder sein Unwesen treibt. Wir werden bei hohem Infektionsgeschehen werden Familien wieder häufiger in Quarantäne sein. Bestes Beispiel haben wir gerade, ich glaube Baden-Württemberg war es, gesehen. Großer Ausbruch in einer Kita. Alle sind wieder in Quarantäne. Und es ist diese völlige, das ist ja für jeden eine große Belastung von heute auf morgen, zu Hause bleiben zu müssen. Es ist viel einfacher, eine klare Perspektive zu bekommen. Bis wann muss ich jetzt mit diesem Zustand aushalten? Und wenn wir das Ziel erreicht haben, dann gibt es diese und diese Lockerung. Es ist für die Familie einfacher, es ist für den Gastwirt einfacher. Er kann klar planen. Dann kann ich meinen Kühlschrank und meinen Keller wieder mit Lebensmitteln füllen. Und also eine deutlich bessere Planbarkeit als das, was wir im Moment machen. Frage von Maya Mannhardt, wenn man das Zero-Ziel ansteuert, was ja nicht der Fall ist, da muss man wohl sehr viel schärfere Maßnahmen ergreifen als derzeit. Gibt es irgendwas, was da zusätzlich passieren müsste, was Sie jetzt noch sagen wollen? Oder sagen wir jetzt erstmal nichts? Ich kann auch zum generellen Senken der Fallzahlen noch mal etwas sagen. Wenn wir einen R-Wert erreichen von 0,9, dann dauert es etwa einen Monat, um die Fallzahlen zu halbieren. Wenn man einen R-Wert von 0,7 erreicht, dann dauert es nur eine Woche. Also ob man um einen Faktor rund 10 runterkommt, ein Faktor 10, also von 100 auf 10, dauert dann entweder 4 Wochen oder 4 Monate. Das heißt, jeder kleine Beitrag, den man dort noch aufbringen kann im Rahmen des Möglichen, bringt extrem viel mehr. Wenn das R nur 1 bleibt, dann haben wir genau die Situation, die wir jetzt haben,
ewig und ewig weiter. Die Intensivstationen sind voll, wir haben massive Einschränkungen, wir kriegen eventuell noch stärkere Einschränkungen, um allein das R zu halten, nur weil wir die neue Variante aus England noch dazu bekommen. Das sind alles Aussichten, die die Eindämmung und die Perspektive in die Zukunft nicht so rosig darstellen lassen. Insofern lohnt es sich wirklich zu überlegen, in welchen Bereichen kann noch etwas gemacht worden. Homeoffice ist ja jetzt relativ neu diskutiert, dass das vermehrt versucht wird umzusetzen. Und das, was wir eben sehen, ist, das muss im Prinzip alles gleichzeitig gemacht werden. Es ist wesentlich besser, diese Maßnahmen alle gleichzeitig zu machen und dann auch bald wieder aufhören zu können und sich klar zu machen, wenn wir sie gleichzeitig und gut und effizient machen, dann ist es eine Sache von ein paar Wochen. Wenn wir sie aber halbherzig machen, dann dauert es eventuell Monate. Dieser halbe Lockdown hat uns ja leider nicht so weit gebracht, wie wir das ursprünglich vielleicht gehofft hatten. Das heißt, alles gleichzeitig, damit die Fallzahlen schnell runtergehen, damit wir danach wieder gut lockern können und wieder wesentlich mehr Freiheiten haben. Und dann geht es darum, alle Bereiche mitzunehmen. Das geht um die Arbeitswelt überall da, wo es möglich ist. Das geht um die Kinderbetreuung, die Bildungseinrichtungen, die privaten Kontakte sind ja schon sehr, sehr lange extrem eingeschränkt. Und es geht natürlich auch um die flankierenden Maßnahmen, wie Schutzmaßnahmen für vulnerable Bevölkerung. Es geht um Tests, es geht um bessere Kontaktnachverfolgung. Aber es ist wirklich, da gibt es keinen Mittelweg. Es gibt keinen vermeintlichen Mittelweg. Entweder man hat eine Kontrolle, dann gehen die Fallzahlen weitgehend runter und wie tief man die bekommt, hängt davon aus, ab, wie gut man die Grenzen auch mit im Griff bekommt. Oder die Fallzahlen sind weitgehend außer Kontrolle und dann hängt es von diesen sehr groben Maßnahmen ab, ob wir die Intensivstationen überlasten oder nicht. Vielen Dank. Hier eine Anfrage an Herrn Fuß von Patrick Bernau von der FAZ. Wenn wir möglicherweise nach der Pandemie nicht sofort auf den alten Wachstumspfad kommen, sprechen die Konjunkturleute, was würden Sie denn dann anstelle einer höheren Verschuldung empfehlen? Und wenn Sie sparen würden, wo? Steht allerdings Papier nicht drin, aber naja. Genau, ja. Wenn die Wirtschaftsentwicklung deutlich schlechter ist als erhofft, dann sollte man nicht krampfhaft versuchen, die Verschuldung herunterzubringen. Natürlich muss man immer darauf achten, wie ist das Kosten- und Nutzenverhältnis bei Staatsausgaben, auch gerade bei Maßnahmen zur Konjunkturstabilisierung. Aber es wäre sehr falsch, jetzt bei fragiler Wirtschaftssituation die Steuern zu erhöhen oder eben beispielsweise Sozialleistungen zu kürzen oder solche Dinge. Ich bin sehr dafür, dass man auf die Solidität der Staatsfinanzen achtet, aber das muss man im richtigen Moment tun. Zum Glück hatten wir vor der Krise bei guter Wirtschaftslage die schwarze Null, davon profitieren wir jetzt. Aber vorzeitig jetzt die Schuld, die Defizite herunterzuprügeln, das wäre völlig falsch. Und die zweite Frage, sind Sie zuversichtlich, dass eine Ausnahme von der Schuldenbremse vor dem Verfassungsgericht Bestand hätte, wenn die Wirtschaft schon wieder wächst, aber eben hinter dem alten Wachstumspfad zurückbleibt? Das ist jetzt sehr spitzfindig. Ja, zuversichtlich versuche ich immer zu sein, aber ich bin kein Jurist. Aber ich denke schon, wir haben hier eine Jahrzehnt- oder Jahrhundertkrise im wirtschaftlichen Bereich. Dann wird das Bundesverfassungsgericht nicht sagen, das geht nicht. Wenn das Bundesverfassungsgericht das sagt, dann wird das 3-4 Jahre später sein, denn solange dauern solche Prozesse, dann ist das Thema eigentlich erledigt. Also ich sehe das nicht als Hindernis, aber nochmal, ich bin kein Jurist. Gut, dann habe ich hier noch eine Hand von Markus Pohl, der noch vom RBB Kontraste sprechen möchte. Ich hoffe, das ist jetzt funktioniert mit dem Mikro. Ja, können Sie mich hören? Über der Zeit, aber ich glaube, es geht gerade noch. Ja, ganz kurze Nachfrage, vor allem an Frau Priesemann nochmal. Die aktuellen RKI-Zahlen sagen, wir haben eine Inzidenz, 7-Tages-Inzidenz von 101 und einen geschätzten 4-Tages-R-Wert von 0,76. Das hört sich ja erstmal sehr positiv an. Kann man irgendeine Aussage treffen angesichts so einer Entwicklung? Wie lange müssen wir die jetzigen Beschränkungen noch durchhalten, bis wir auf einem Niveau sind, von dem sie ausgehen? Dann haben wir wieder die Kontrolle. Oder jetzt die Einschränkung ist sozusagen das Aufkommen der Mutante so brisant, dass solche Berechnungen sich eigentlich verbieten, weil wir gar nicht genau abschätzen können, was da jetzt auf uns zukommt. Das sind zwei sehr gute Fragen. Das erste ist, die ganz jüngsten Zahlen sind immer ein bisschen schwierig zu interpretieren. Ich gucke mir deswegen meistens die Zahlen eher aus der letzten Woche an, weil die sich gut stabilisiert haben. Wir sehen einen Rückgang, was sehr, sehr erfreulich ist, und wir sind bei etwa eine Inzidenz von rund 100. Wir wissen, dass die Gesundheitsämter eine Kontaktnachverfolgung schnell und effizient machen können, wenn man
bei dem Kontaktverhalten vom Sommer deutlich unter den 50 ist, also eher bei 10 oder 20. Jetzt ist natürlich die Kontakte so eingeschränkt, dass jede einzelne Person viel weniger Kontakte hat. Das heißt, die Gesundheitsämter helfen uns im Zweifel jetzt schon, die Ausbreitung mit einzudämmen. Das ist klasse. Das heißt, wir erwarten, dass eigentlich sich der Rückgang durchaus beschleunigen könnte, sobald die Gesundheitsämter eben lokal Überhand haben. Wir haben ja sogar schon einige Landkreise, die deutlich unter den 35er-Inzidenz sind. Es ist also möglich, die Fallzahlen so weit zu senken. Und das ist schön. Also wir sehen, die Fallzahlen können schnell sinken. Wir sehen, wir können unter die 35 runterkommen. Und wir wissen, dass die Gesundheitsämter es wesentlich leichter haben, wenn jede einzelne Person möglichst wenig unterschiedliche Kontakte hat. Insofern ist diese Empfehlung mit dem einen Kontakt außerhalb des Haushalts, da wäre aus epidemiologischer Sicht wichtig, einfach zu sagen, es kommt vor allen Dingen darauf an, wie viele verschiedene Kontakte habe ich denn pro Woche. Diesen einen oder diese vielleicht auch hoffentlich in Zukunft mehr Kontakte, das können durchaus mehr sein. Was bedeutet nun die neue Variante aus England? Das ist wirklich eine blöde Sache. Ich sage es mal ganz deutlich. Wenn der einen R von 1,3 hat oder 1,4 statt 1, wenn wir ein 1 hätten, dann heißt das genauso, der Rückgang wäre jetzt 0,7. Das bedeutet, dass dieser Rückgang einfach dann nur noch zu einer Stabilisierung führt, sobald sich diese Variante durchgesetzt hat. Wir sind da leider komplett im Blindflug. Wir wissen überhaupt nicht, wie viel dieser neuen Variante da ist. Aber wir müssen sie eigentlich betrachten wie ein neues Virus. Wie ein neues Virus, das aus dem Ausland im Prinzip reingekommen ist. Oder ja, sicherlich schon auf jeden Fall ja schon in Deutschland ist. Dieses Virus wird mit eben der entsprechenden Reproduktionszahl steigen. Und am Anfang sieht man das nicht. Das hat dann 1%, dann hat das 2%, dann hat das 4%, dann hat das 8%. Und dann fängt man an, die Fallzahlen, die auf dieses Virus, man sollte es wirklich wie ein neues Virus sich angucken, was da parallel läuft. Dann sieht man, diese Fallzahlen steigen von 8, kommen wir auf 16, auf 32%. Und dann wird das einfach auch jenseits der 100% deutlich weiter steigen, wenn ich als Prozentsatz einfach sage, Prozent der jetzt heute Infizierten. Das ist das Problem des exponentiellen Wachstums, dass man es am Anfang gar nicht sieht. Man wird es gar nicht sehen im Schatten der anderen zurückgehenden Fallzahlen. Aber irgendwann kommt die Verdopplungszahl so hoch, dass wir es eben deutlich sehen. Und dann ist es ja schon zu spät. Wir sind ja mit dem Testen auch immer ein bisschen hinterher, dadurch, dass die Inkubationszeit auch ihre Zeit dauert und das Reporting. Ich kann noch mal versuchen, das ein bisschen klarer zu sagen, aber ich kann auch Stopp machen. Gerne klarer, wenn es geht. Okay. Ich glaube, vom Gedankengang her ist es am besten, sich es vorzustellen wie ein neues Virus. Und fürs Rechnen fällt es mir am leichtesten, wenn wir mal annehmen, wir hätten ein R von 1, auch wenn wir eigentlich zurzeit drunter sind. Mit dem R von 1 hieße das, wir haben tagtäglich weiterhin, nehmen wir mal an, 10.000 Neuinfektionen. Nehmen wir weiter an, dass die neue Variante 1% davon zurzeit ausmacht, heute. Möglicherweise sind es mehr. Nehmen wir an, es ist 1%. Das heißt, wir haben 100 Neuinfektionen wegen der neuen Variante in dieser Woche. Die neue Variante hat ein R von 1,4. Das heißt, wir haben 10.000 von der alten, 100 von der neuen. Das macht fast nichts aus in den Fallzahlen. Aber die 100 werden in einer Woche zu 200, 400, 800, 1600. Und dann kommen wir in den Bereich, wo wir es in der Gesamtzahl der Fälle schon anfangen zu sehen. Also nach 4 Wochen sind wir bei 1600. Und dann dauert es nochmal 4 Wochen. Und dann ist diese Variante so dominant, dass sie einfach, dass wir die Verdopplungszahlen jede Woche hätten. Und warum kann man das sozusagen als additiv sehen, wie ein neues Virus, was sich parallel ausbreitet? Das liegt daran, dass ja zum Glück die Prävalenz in Deutschland relativ niedrig ist, dass aber gleichzeitig auch die Immunität relativ niedrig ist. Das heißt, sie breitet sich etwa genauso genauso frei aus, wie man das von einer neuen Art Virus erwarten würde. Und das ist so schwierig. Erstens, wir wissen überhaupt nicht, wie viel es ist. Wenn es jetzt schon 10% sind und nicht nur 1%, dann sehen wir das in den nächsten 2 Wochen. Aber da sind wir im Blindflug, das hat Frau Brinkmann ja schon gesagt. Wir wissen es einfach überhaupt nicht. Jetzt wissen wir, genau, das ist die Rechnung für, wir nehmen an, das R sei 1. Jetzt ist das R zurzeit ja ein bisschen unter 1. Es wäre schön, wenn es bei 0,7 ist. Dann würden wir irgendwann, sobald das neue Virus übernimmt, etwa konstante Fallzahlen haben. Das heißt, je schneller wir jetzt runterkommen, desto, also jetzt ist das Runterkommen noch so viel leichter.
Deswegen sollten wir die Zeit nutzen. Das ist die kurze Version von unserem Statement auch. Und dieses neue europäische Statement, über das wir ja eigentlich hier auch sehr schön diskutieren, dieses ist auch genau als Anlass, also der Anlass, dass wir das geschrieben haben, war die neue Variante. Die neue Variante ist gekommen. Wir wollten wissen, was bedeutet das? Diese und andere Varianten sind zu erwarten. Coronaviren mutieren, das stimmt. Aber das nächste Problem ist, dass die erfolgreicheren sich durchsetzen. Und das mit dem Abschwächen des Virus, ich bin da nicht die Virologin, aber da muss man auch nochmal ganz klar betonen, die Viren schwächen sich in dem Sinne ab, dass, wenn sie extrem tödlich sind, sich irgendwann nur noch die Population der Gesellschaft überlebt, die dieses Virus überlebt hat. Aber Corona ist ja, ich sag mal, zum Glück nicht so extrem tödlich. Und das bedeutet, dass es kein großer Selektionsvorteil für dieses Virus ist, weniger tödlich zu werden. Das ist eine möglicherweise rein zufällige Richtung, in die es sich da bewegen wird. Das hätte ich nicht besser sagen können, Viola. Vielen, vielen Dank. Bei mir ist es jetzt 46. Auf all den vier Kanälen, die ich überwache, also das Händchen und der Chat, die Mail und auch die SMS, habe ich jetzt keine Fragen mehr. Ich würde jetzt sozusagen den Zuhörern, das sind immerhin noch knapp 40, noch 30 Sekunden lang die Gelegenheit geben, was zu fragen, wenn das jemand will. Ansonsten wären wir dann durch und ich bedanke mich schon mal ganz herzlich bei allen Teilnehmern, bei jenen, die jetzt hier mitgemacht haben, aber auch bei jenen, die draußen zugehört haben und die Fragen gestellt haben. Ich hoffe, dass wir jetzt alle klüger geworden sind und wünsche Ihnen allen, bleiben Sie gesund. Dankeschön.